Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über Apostel Paulus reden, diesen wunderbaren Mensch, wie er doch das Evangelium verkündigt hat. Von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt ging er, von Land zu Land, bis nach Europa. Er wollte auch nach Spanien noch kommen. Er wollte allen Menschen die gute Botschaft sagen. Das war für ihn so wichtig. Und das hat er getan freiwillig, hat kein Gehalt gehabt, hat keine große Unterstützung gehabt und hat es einfach getan, weil es so seine Leidenschaft war, für Jesus alles zu tun, alles zu geben, was er hatte. Und das lesen wir in 1. Korinther 9, 14 bis 16. Also hat auch der Herr befohlen, dass sie das Evangelium verkündigen, sollen sich vom Evangelium nähren. Ich aber habe da keines gebraucht. Ich schreibe auch nicht darum davon, dass es mit mir also sollte gehalten werden. Es wäre mir lieber, ich stürbe, denn dass mir jemand meinen Ruhm sollte zunichte machen. Denn dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Ja, so hat er eine Einstellung gehabt. Interessant, er sagt es ganz klar, die Leute, die predigen, die dürfen vom Evangelium ernährt werden. Sogar sollen sie auch von dem Leben, ihre Familien dürfen nicht also irgendwie leiden, die müssen auch was bekommen für diese Arbeit, die sie tun. Und es ist auch ganz interessant, aber er sagt, ich habe es nicht getan. Wieso? Vielleicht hat es schon mit dem zu tun, wie er jenes Mal nach Damaskus gegangen ist. Und Jesus hat zu ihm gesprochen und sagt, Paulus, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er sagt, wer bist du? Und dann sagte Jesus, den du verfolgst. Und sagte, ja, dir wird es schwer gehen, also so gegen den Stachel zu lecken. Und es wird es schwer gehen, wenn du so weitermachst. Nein, ihn hat Jesus berufen und er wurde zu einem seiner Apostel. Paulus hat sich wirklich umgekehrt. Er hat alles, was er bevor getan war, für nichts. Und jetzt ist er für Jesus eingetreten und ist ganz für ihn da. Ganz mit ganzer Seele, mit seinem Leben, mit seinem allem Tun, was er kann, mit seiner Ausbildung, mit seinem Wissen, mit seiner Weisheit, mit allem ist er eingetreten, um Herrn Jesus zu verkündigen. Das wurde zu seiner größten Leidenschaft. Und er ging wirklich von Dorf zu Dorf, hat es auch verkündigt. An einer Stelle sagte er, ich bin auch mit jedem, mit euch habe ich gebetet, bis in die Nacht, ich habe geweint mit euch, ich habe jeden versucht, also so, also vor Gott darstellen, dass ihr nicht strauchelt, dass ihr glaubt an den Herrn Jesus. Es ist so wichtig, dieser Mann, der sich so aufgeopfert hat. Und er wollte dafür nichts zu haben. Wir wissen, also er hat mit eigenen Händen also diese Zelte gemacht, mit Aquila, Priscilla hat er sich da bekannt gemacht, zusammengearbeitet, dass er irgendwie die Nöte auch zudecken muss und nicht abhängig werde von den anderen. Ganz interessant. Wieso? War es für ihn also nur, weil er Jesus, weil er die Gemeinde verfolgt hat und wollte jetzt eigentlich sich so damit irgendwie, dass er nichts hat für sich, oder war es doch sein Bestreben, alles geben, was er kann, niemand zu Last zu fallen. Ja, das ist besonders so wichtig. Und er sagt, ich muss das Evangelium predigen. Wenn ich das ungern mache, muss ich es trotzdem tun. Deswegen will ich es von ganzem Herzen tun. Und ich denke, das ist so ein Anspruch für jeden, für uns, was wir für den Herrn tun sollen. Du hast deine Gabe, ich habe meine Gabe. Und dass wir das weitergeben. Es geht um das Evangelium in unseren Familien, in unserem Bekanntenkreis, dort, wo wir hinkommen, zu den Menschen, die wir erreichen können, das Evangelium weiterbringen. Nicht dabei erwarten, einen Ruhm zu haben, einen Lohn, eine Bezahlung oder noch was, aber einfach tun alles, was wir können. Und ich bin Gott so dankbar. Ich habe es erlebt, auch in Kasachstan, wo wir gelebt haben. Da sind Gemeinden entstanden, wir haben in Hauskreisen uns versammelt und da hat keiner was bekommen, keine Unterstützung. Und wir haben im Gegenteil, jeder hat versucht zu arbeiten, aber wenn es Arme gab in unserer Mitte, dann haben wir die unterstützt. Dort haben wir geholfen, mal ein Haus verbrannt war bei jemandem, da hat man also gespendet und so weiter getan. Aber die Gemeinde ist auch gewachsen und auch da gewesen. Hier in Deutschland kann man lernen, studieren. Ich finde es sehr gut, wenn junge Leute lernen, studieren, weiter ihr ganzes Leben Gott einsetzen, als Missionare in fremde Länder gehen und auch dort Unterstützung bekommen, bezahlt werden, was auch immer. Aber interessant, dass Paulus war es so, er sagt, aber ich will nicht so mein ganzes Leben so geben. Wirklich, es gehört nur Gott aus meinem tiefsten Grunde. Lieber sterbe ich, als jemand mir diesen Ruhm nehmen sollte. Das war wichtig.
Das war wichtig, dass wir solche Vorbilder haben. Und ich denke, immerhin bekommen wir was oder nicht. Wir sollen uns ganz Gott geben und wissen, was meine Aufgabe ist. Paulus wusste, meine Aufgabe ist es zu predigen. Und wir, ein jeder, haben unsere Gaben. Und mit diesen Gaben sollen wir wirklich Gott dienen. Denn es geht um das, dass die alle Leute um Jesus, also ihn erkennen, ihm dienen beginnen. Das ist doch so wichtig, wie uns der Herr da geben. Ich kenne Leute, die beten. Die beten so, als es wäre für sie so wichtig. Sie nehmen sich Zeit. Sie nehmen die Leute, die sie mal gesehen haben, die sie mit in Berührung kamen, sagen alles Gott, bitte, finde eine Möglichkeit, rede zu dieser Person, öffne sein Herz, dass er dich annehmen kann. Die manche spenden, die manche tun noch was. Aber wichtig ist, Geschwister, dass wir unsere Gabe kennen und das tun, was der Herr uns aufs Herz gelegt haben. Und dass wir es tun und erwarten keinen Lohn. Einfach mit unserem ganzen Einsatz dem Herrn dienen. Ihm sei Ehre dafür, dass wir das dürfen. Amen.